Wow, der Movlox hat ihnen ein Ferrari geschenkt. Freunde, das ist übrigens liebe Lana, Lana Rose. Das ist der gute Mann. Die Blumen. Was geht ab, meine Freunde, was geht? Wir befinden uns hier gerade in einem Möbelhaus. Wir drehen ein kleines Werbevideo für den Rashid. Den Rashid kennt der ein oder andere. Ist halt ein junger YouTuber hier aus Dubai. Der ist bekannt mit seinen limitierten Schuhen, Kickschuhen. Und die haben halt einen riesen Farm, wo viele Tiere sind. Da gehen halt sehr viele Stars hin, besuchen diese Farm. Wir schauen uns an, was sie da treiben. Was macht der Rashid eigentlich hier? Sag mal, erzähl mal, S1. Wir filmen gerade eine Werbung für Rashid, machen eine Werbung für den Möbelladen. Und ja. Das ist ganz normal, ne? Cool, am Chillen. Ja. Danach gehen wir essen. Ja, Mann. Und we're living life. S1, warte mal, erzähl mal, was machst du eigentlich? Ich bin ein Sänger. Ja. Also ich singe und schreibe Lieder für Künstler und bin auch auf Instagram. Check den auf jeden Fall ab. Ein mieser Kerl. Ist auf jeden Fall stabiler Bruder, check den auf jeden Fall ab, Freunde. Auf jeden Fall. Ja, Mann, der ist auf jeden Fall stabil. Aber auf deinem Level bin ich noch nicht, Bruder. Nee, Bruder, ich muss auf dein Level kommen. Nein. Bruder, du bist in Dubai. Ich bin Jones Level kommen. Philipp Plein, alles Bruder. Bruder, ich sehe das. Und Kenzo. Oh. Eigentlich sollte ich heute schon abfliegen. Ja. Ich wurde überredet, meinen Flug zu verlängern, also meinen Aufenthalt hier zu verlängern, weil der Bruder hier mir das ein oder andere auch noch zeigen wollte hier in Dubai. Ja. Mit den anderen Cousins hier, mit Rashid und so weiter und Zeigen. Ihr wisst Bescheid. So, Freunde, wir sind jetzt fertig mit dem Videodreh mit Money Kicks. Ihr wisst Bescheid. Yo, what's up? Make sure to subscribe to his channel. Yes. Inshallah, you'll be the biggest. He's the biggest in Thank Germany. You, bro. Thank you. Thank you. Freunde, der ist auf jeden Fall sehr korrekt. Ist auf jeden Fall ein herzensguter Junge. Ich will jetzt was essen. So, meine Freunde, wessen Ferrari ist der hier? Welcher Ferrari? Wem gehört er? Das zeige ich euch jetzt. Yeah! Yo, what's up, guys? Was geht ab, Freunde? Movlox hat mich auf jeden Fall hier eingeladen zu seinem Laden hier. Fun and Shakes. Yes, sir. Und wir checken einfach ab, wie lecker das ist. We're gonna have crazy milkshakes, big. Yeah. I don't know how to say it in German. You translate. Yes, auf jeden Fall. Der zeigt uns, wie groß der Milkshake ist oder wie auch immer. Ihr wisst Bescheid. Yalla, let's go. Let's go. Woo! Let's go. We're going to Fun and Shakes right now. You know how it is. Milkshakes, shake. Yeah, yes, sir. Let's go. Okay. Sieht schon mal auf jeden Fall schön aus hier. Sieht auf jeden Fall sehr einladend aus. The richest kid in Dubai. The boss. The boss the in Dubai. The most connected. The Dubai plug, the Dubai everything. You already know. So, meine Freunde, hier ist die Karte. Dann schauen wir mal, was so Leckeres hier gibt, ne? Ja, was ist das denn hier? Einfach bunte Burger hier. Was ist denn hier los? Ich kann mich auf jeden Fall nicht entscheiden. Es gibt auf jeden Fall viele krasse Sachen hier. You already know, guys, sexy milkshakes and desserts. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Linglish, blah, blah, blah. Bruh. Yeah, that's what's up. What did I say? Yeah, wow. Freunde, ist wirklich überkrass lecker. Ist sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Yeah, that's what's up. So, Brudi, wir haben eine Überraschung für dich. The big boy milkshake, you know, the big boy milkshake. Oh, oh. Okay, ich bin gespannt. Guck noch nicht. Was? Wow! Das ist ein Milkshake, Brudi. XXL. XXXL. Guck mal, du bist dein Vater. Guck, da ist eine normale Größe. Und das für Yunus Jones. Wenn ich es in einer Minute schaffe, hat er gesagt, dann ist er kostenlos. Oh! Only for him. Bruder, wo soll ich jetzt anfangen? Ja? Probier es doch! Nein, mit Milkshake erst. Do you know the best part? Okay, I show you, okay? The best part is. So, Freunde, das ist so lecker, ne?
Also wenn ihr mal in Dubai seid, Freunde, kann ich euch nur empfehlen, kommt hier vorbei. Einen krassen Milchshake gibt's hier, Freunde. Spaß beiseite, Wallah. Ganz, ganz krass. Oh, man sieht die Rolex. Hey, Rolex flexen hey, on us in Dubai. AP. Und Money Kicks hat auch hier eine schöne Uhr. Zeig mal. Alle. Zeig mal deine. Zeig mal meine. Oh. Bruder, jetzt lass ich mal meinen Milchshake genießen. Okay. Mach kein Auge, Bruder. Voila. Bruder, wie kann man hier kein Auge machen? Mach Auge. So, look. Das ist mein. Bruh. Er macht Auge. Er macht Auge. Wir gehen jetzt alle, wir sind 1, 2, 3, 4, 5 Leute in den Ferrari rein. Meinst du, passen wir da rein? Bruder. Glaub mir, wir passen da rein. Oh, what do you think? Crazy? Stupid. Number 2. Okay. Okay, jetzt komm. Bruh. Die haben mich auf jeden Fall auseinandergenommen, Freunde. Ich war da ganz hinten, Alter, die haben mich alle missbraucht. Aber fast hätten wir gepasst, fast. Was geht ab, meine Freunde, was geht? Tag Nummer, bin ich schon unten? Ja. Tag Nummer, keine Ahnung, wie lange ich hier bin in Dubai. Ich warte hier auf den lieben S1, ihr wisst Bescheid. Salam alaikum. Salam. Wir sind auf jeden Fall hier sehr freundlich. Wie gesagt, Freunde, ich warte auf den S1, der holt mich jetzt ab und dann gehen wir erstmal was essen. Dann treffen wir uns, glaube ich, mit den Jungs, mit Movlogs, Rashid und keine Ahnung, wer noch dabei ist. Mann, was geht ab, Bruder? Was geht? Und wieder lässt du mich 3 Stunden warten, ne? Also hab ich gar nicht. Hör auf. Freunde, was soll ich scheiße? Sag mal ehrlich. Bruder, meine Community, die zerbomben dich, Mann. Nein, warum? Machst du was nicht mit ich mir? Ich hab deine Brille, Bruder. Ah, okay. Bruder, wo kann ich die Tasche hin tun, dass sie unversehrt bleibt? Weil. Oh, Philipp Lein, ne? Weil Philipp Lein, weil. Allah. Mashallah. Salam alaikum, Habibi. Wie geht's dir, mein Herz? Alles gut? Wie geht's dir? Ich küsse dein Herz, Bruder. Alles Bruder, bestens. Gleich. Bin ich stabil gerade so? Bruder, du siehst so, ich weiß nicht, so Hollywood-mäßig aus, Bruder. Bruder, ich bin in Dubai, weißt du, was ich meine? So Dubai richtig bin ich noch krasser. Ich bin in Deutschland schon krass, in Dubai bin ich noch krasser, weißt du? Die Leute wissen noch nichts. Wir zeigen denen heute ein paar coole Hotels auf der Palm. Ja, Mann, ihr wisst Bescheid. Yalla, yalla. Check this out. Check this out. Baby, don't you know there's a remedy. Hat ihn ein Ferrari geschenkt. Er ist 18 geworden, hat jetzt seinen Führerschein neu bekommen. Jetzt kann er fahren. So listen, this is my boy right here. We have a lot more. This is just like a little. You know, this is just a start. Of this is start. This is appetizer. But put your weight on here. Wie die Jungs hier mit dem Ferrari umgehen, das ist nicht normal, Freunde. Mein Herz ist gerade kaputt gegangen, wo diese Delle reinkam. Haust du ab mit dem Ferrari? Ja, Bruder. Wallah, läuft bei dir. Man umsonst Ferrari geschenkt. Bye. Bye. This is driving. Thank you. Thank you. So wird man doch gerne empfangen, oder Freunde? Happy Birthday, Bro. It's his birthday, so we're gonna go party, go crazy. This is the place, this is the place. This is the place, this is the place. So, wir werden sogar gefahren. So.
So, Freunde, neben mir ist übrigens hier der Hotelmanager. Wir sind gerade hier im Sofitel. Und ein herzensguter Mensch auf jeden Fall, der hat uns hier herzlich eingeladen. Thank you, bro. He used to drive you. Thank you. What's happening over here? Thank you, bro. Ich küsse dein Auge. Das ist eine riesen Hotelanlage, Freunde. Eine riesen Hotelanlage. Ihr seht ja, wie lange wir fahren und wir sind immer noch im Hotel. Einfach eine eigene Stadt hier drin. Freunde, man muss berücksichtigen, wir haben gerade in Deutschland, ich glaube, 8 Grad. Hier haben wir einfach 25 Grad. Thank you, bro, thank you. Oh mein Gott, gebt euch das mal, Freunde. Was soll ich denn dazu sagen? Was ist das? Allein der Fahrstuhl, Bruder, allein wie das hier riecht. Wow. I open a new YouTube channel, Yunus Vlog. Oh, really? No more vlogs, Yunus Vlog. Oh, I like that. This will be yours, sir. I wonder who organized this. Look at that! Oh my god! Oh my god! Oh my god! We're living life, you wisst Bescheid. Oh shit! Gebt euch mal diesen Service, Freunde. Wahnsinn! Thank you, bro. Wow! Wow! Gebt euch mal diese Aussicht, Freunde. Ist das erlaubt oder ist das erlaubt? Yo, Rashid, what do you think, bro? Oh, we're living life. Awesome, yeah. Oh, shit. Das ist der S1, Freunde. Das ist sein Lied mit Rashid. So, Freunde, mein Bruder Rashid ist 18 geworden. Wünschen alles Gute zum Geburtstag. Check den ab auf Instagram, auf YouTube, okay? Thank you. Make sure to subscribe to God bless you, bro. Okay, God bless you, man. You're a good guy. Yeah. Oh, mein Gott. Jetzt wird der Money Kicks wird jetzt gegessen. Ey, Bruder. Oh. Komm, hau rein. Ich küsse dein Herz, Habibi. Lass mich erstmal. Nein. Bruh. Bruder, ich muss probieren. Was ein Typ, ja. Was ist, wenn da Gift drin ist, Bruder? Und dann ja. Passiert dir was. Also willst du eher als ich sterben, so, ne? Klar, also wenn dann, okay. Für dich, Bruder. Oh, yes. Eat my cake hier, Alter. So, Freunde, jetzt werden die Quads eingepackt. Motorräder. Wir fahren jetzt auf jeden Fall ab in die Wüste. Wir werden dort auf jeden Fall irgendwie grillen. Keine Ahnung, was wir da machen. Kein Plan. Ich lasse mich überraschen. Wow, more vlogs in the building, and I'm saying, already know. That's the Dubai gang. Yeah. You know what's up. You know what's up. What life. Yo, Amani. Yo. What do you think about the guys here? They're amazing. I love them all. Yeah. Mrs. Balenciaga. Bro, this is amazing. Amazing. Oh my god. Jetzt wird gegessen, Freunde. Bruder, das sieht echt lecker aus. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ne? Und die haben was gezaubert. Was geht ab, Freunde? Hier mit den Jungs.
Ein weiterer Tag. Wir planen auf jeden Fall so das eine oder andere. You know what I'm saying? You know what I'm saying? You know what I'm saying? We in Dubai, Dubai. Bruder, ich würde niemals hier schwimmen. Bist du verrückt, Alter? Guck mal, wie voll. Oh. What the fuck? You want to swim here? No way. Bruder, traust du dich hier zu schwimmen? Nein. Nee, sag mal ehrlich. Nee. Weißt du, was für Panikattacken ich kriege, wenn ich einen Fischfang unter mir sehe im Wasser? Ich schwöre bei Gott. Ich könnte das nie. Ich drehe richtig durch, Bruder. Ich auch. Glaub mir, das ist ekelhaft. Aber Bruder, was ist das für eine Familie hier, ja? Yo, was geht ab? Beach Boys in the Club. What's up, Money Kicks here. Wisst Bescheid, Freunde. Bester Mann, ich küsse deine Augen. Thank you. Habibi. Die blamed Lana. Sven, die Geschenke gepackt. My credit card paid for it. Let me see. I hope you don't have it. Oh, sick. Oh, it's actually sick. Hey. Oh, that's sick. Gucci on my belt. That's Lana. That's why you know it's sick. That's sick. Yo guys, yo. Schöne Grüße nach Deutschland. Schöne Grüße nach Deutschland. Nach Deutschland. Schöne Grüße nach Deutschland. I don't know what Deutschland. Yo, what's up, man? I love you guys. Das ist der Wahnsinn, Freunde. Wir werden die ganze Zeit mit solchen Buggies rumkutschiert. Das Ganze hat natürlich mein Bruder S1 organisiert, Bruder. Ich küsse dein Herz. Da muss man nichts sagen. Einfach der Nachname Jones. Weiß, Bruder S1, du bist in Deutschland. Herzlich willkommen an alle, an meine Community. Danke dir. Für meine Community bist du genauso willkommen. Ne? Also, wenn ihr den trifft in Deutschland, seid gut mit ihm. Lieb ihn, ihr wisst Bescheid. Du bist ein Bruder. Ist dein Auge, Mann. Und von dir ist ja echt die Welt, Bruder. Bruder, ohne Scheiß, ne? Ich kenn dich erst gerade mal, wie lange? Sag mal ehrlich. Ihr werdet es nicht glauben, Bruder, die Leute. Es ist besser, wenn ihr es nicht wisst. Die das sehen, die denken sich so, okay, die kennst du bestimmt seit Jahren. Ja, aber nicht seit Jahren, seit sehr kurzer Zeit. Wir haben einfach Dieser Klick, das ist einfach so. Ihr wisst Bescheid, Freunde. In dieser Hotelanlage, Freunde, gibt es auch Villen. Wie diese hier. Das ist eine private Villa mit einem Privatparkplatz. Wie ihr gerade seht, ist hier auch eine Schranke. Und ja, Freunde, wir checken das mal gleich jetzt von drinnen aus. So sieht das Ganze aus. Wow. Freunde, das ist einfach nur der Wahnsinn. Bruder, das ist krank. Gebt euch mal. Wow. So eine Villa gibt es nicht mal in Deutschland. Alleinstehend. Bruder, das ist der absolute Wahnsinn, ehrlich. Das Hotel ist so riesig. Wir sind allein mit dem Buggy 3 Kilometer gefahren. Follow me. Das ist der MTV Crib. Das hier ist ein, wie nennt sich das? Jacuzzi. Das? Jacuzzi. Oder? Ein Jacuzzi. Bruder, guck mal, hier geht's noch weiter. Yo, the parties you can throw here. That's crazy. Die Gartenanlage geht noch weiter. Ach du Scheiße. Freunde, wie groß ist denn der Garten von der Villa? Freunde. Die Villa hat sogar noch einen Privatstrand, Freunde. This is crazy. It's so beautiful. So, jetzt zeigt uns der Kollege hier weitere. Gästeraum ist es hier. Oh, was für Spaß dies, ja. Okay. Was für Spaß dies. Dance. Leute wollen mich zum Tanzen bringen. This wow. Yeah, it feels like you're in a house. Eine zweite Küche, Freunde. Eine weitere Küche. Man bedenkt, es ist ein Hotel, ne? Ja. Es ist ein Hotel, Freunde. Es ist keine alleinstehende Villa. Das ist ein Hotel. So, hier ist ein Badezimmer. Oh, und hier ist es. Ist das Esszimmer? Oh mein Gott. Oh, that is gorgeous. Ist echt sehr, sehr, sehr schön, Freunde. Man hat hier direkt einen Blick auf den Pool. Ne? Ein Blick auf den Pool, Freunde. Ein Tisch für 4, 8, 9, 10 Personen. Freunde, was soll man noch dazu sagen? Ein Privat-Fitnessstudio in der Villa drin, Freunde. Was soll man dazu noch sagen? This is a master bedroom with direct access to the pool, guys. Check this out. No, this is my room.
gibt euch das. Was soll ich noch dazu sagen, Freunde? Kann man das noch in Worte fassen? Hm? Gebt euch mal bitte, wie groß die Dusche ist. Ich kann hier laufen, Alter. So, Freunde, es geht hier weiter. Auf jeden Fall, kommt mal mit, Freunde, kommt mal mit. Noch ein weiteres Schlafzimmer. Bruder, die Villa hat schon mittlerweile vier Schlafzimmer insgesamt, ne? Vier Schlafzimmer. Bruder, hier ist noch eine Terrasse draußen, Alter. Ey, das ist Mo-Vlog, you know? Yeah, yeah. You know it? Yeah, I'm back again, one more time. Yeah. So, meine Freunde, willkommen hier in dieser schönen, wunderschönen Villa. Ich werde gerade übrigens vom Mo-Vlog aufgenommen. Hallo! Sie wollen gleich wissen, was die Villa kostet. So, die Villa kostet also ungefähr 8.000 bis 10.000 Euro die Nacht, Jungs. Wenn ihr euch das leisten könnt, kommt hierher. Kann man machen. Ihr wisst Bescheid. Die Größe von dieser Villa, es gibt 3 Etagen. Die obere Etage. Es gibt noch eine Etage, die geht nach unten, ne? Die wollen wir gar nicht mal zeigen. Die wollen wir gar nicht mal zeigen. So viel Zeit haben. Aber wir zeigen euch nochmal hier der Raum. Das ist halt einer der größten Villa, die auf der Palme überhaupt existieren und die man sich für eine Nacht im Hotelzimmer buchen kann. Ja, 8.000 bis 10.000 Euro, Freunde, ist wirklich ein absolutes Schnäppchen. Ja. Schnäppchen, Bruder, das ist so, kauf jetzt oder morgen ist er weg. Ne? Ja, also im Angebot. Danke euch und ja, Freunde. Das war's auch, oder? Nee. Oh, Lana, was geht ab? So, Freunde, das ist übrigens die liebe Lana, Lana Rose. Ja, yeah, I'm Lana and I make music and yeah, I do rap music and this. Das ist übrigens die Schwester von Mo-Vlogs. Yeah, Mo-Vlogs sister, guys. And yeah, Mo-Vlogs sister, you know. Stay tuned, this year I've got more music coming. Yeah, okay. Sie wird auf jeden Fall noch mehr Musik machen in Zukunft. Checkt die auf jeden Fall ab, Freunde. Ich pack die unten in der Videobeschreibung, okay? Thank you so much. Thank you. Okay. Oh, wen haben wir hier? Hello, hello, hello. This is another brother from Dubai. Wir wollen jetzt erstmal was essen, you know? Weil du immer Hunger hast, ne? Ich hab Hunger. Hier hast du die ganzen Tablets hier, so weißt du? Freunde, hier ist das üblich, dass sie die Shisha vor dem Essen bringen. Bei uns käme das absolut nicht in Frage. Shisha als Vorspeise in Dubai. Der hat gerade eine Champagner bestellt, ohne Alkohol. Freunde, gebt euch mal bitte diese Getränke hier. Wie? Was soll das? Red Bull oder was? Das ist hier, was in der Badewanne ist. Das ist deine Badewanne. Das sieht so geil aus, ne? No, we're talking about. Das ist krass. Guck mal, zeig mal, was der da bestellt hat. Not alcoholic champagne. 0% Alkohol. Not alcoholic champagne. 0%. Geil. Einfach nur geil. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Das hat 24 Karat Gold. Ach, das hat 24 Karat Gold? Ja. Riecht auf jeden Fall schon mal wie Champagner. Ja, aber... Apfelschorle. Bisschen anders als Apfelschorle. Also ist schon so mehr in der Richtung Champagner so. Aber ja, so ein Zwischending. Apfelschorle aus Gold gemacht. Der ist verrückt, ja. Ich stelle das einfach, um zu probieren, wie das geht. Mach keine Augen, Bruder. Nein, mach das nicht. Warum? Hör auf. Warum, Bruder? Mach kein Auge, Bruder. Nur, nein. Nur ein bisschen, Bruder. Mach kein Auge, Bruder. Lass mal freuen. Okay, dann sag in der Summe so ein bisschen Geld geben. Sag in der Summe so ein bisschen Geld geben. Give him some money, because he's gonna give you the eye. Enjoy. So. Jetzt machst du Auge. No. Der hat dir doch gegeben. Thank you, brother. Du machst noch Auge, Bruder. Der hat dir das.
Wallah, voilà, keiner sicher vor meinen Augen hier. Das ist über 10.000 Euro. Mach ja kein Auge, Bruder. Ja, du kannst keine Auge. Bruh. Freunde, Alter. Keiner soll hier Geld vor mir liegen lassen, Wallah. Ich hab sein Portemonnaie leer gemacht. So, thank you, bro. Ich küsse deine Augen. Danke für das Essen. Oh, you're welcome, bro. Dankeschön. Habibi. Krank, was für eine Aussicht hier, ja? So, meine Freunde, jetzt gleich fängt hier so eine kleine Show an. Was passiert denn eigentlich, ja? Das ist einer der größten Wassershows, also mit Pumpe. Mit Pumpe. Einer der größten Wassershows mit Pumpe, Freunde. Ihr wisst Bescheid, da sind überall Pumpen installiert worden. Und diese Pumpen haben Druck. Ne? Okay, Freunde, die Show fängt jetzt an. Die Show beginnt. Geil. Seht ihr, Freunde, die Pumpen tanzen. Sind da noch andere Pumpen da unten, Bruder, in diesem Kreis? Weil ich sehe hier, abo, ja, das meine ich doch. Abo, wie geil. Look at this. Look at this. Bruh. Like, look at this view. It's look, so beautiful. It's so beautiful. It looks so nice. It looks so good. I love it. I love it. Was geht ab, meine Freunde, was geht? Und zwar stehe ich hier vor dem Four Season Hotel, der genau gegenüber von Nusret ist. Ja, genau. Auf jeden Fall, ihr könnt euch nicht vorstellen, wen ich jetzt antreffe, wer sich alles in Dubai rumtreibt. Die meisten von euch kennen den, ich würde mal sagen, der ist bekannt für Uhren. Wer könnte das sein? Der gute Marc Gebauer. Marc, mein Bester, was geht ab? Alles klar. Was geht? Alles gut? Ja, schön, dass du es gemacht hast. Ja, Freunde, das ist der gute Mann. Ja. Und ich habe drin was gut vorbereitet. Echt? Ja, ja. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ne? Wir gehen rein. Da freut mich auf jeden Fall, dich jetzt anzutreffen, Marc. Ja, was für ein Zufall. Du hier, ich sehe, du ziehst immer bis nachts um die Häuser. Bruder, ich bin echt die ganze... Nur on track. Nur on track, weißt du? Leute schlafen nicht. Wir sind nicht immer in Dubai, du weißt. So, wir haben einen schönen Platz draußen, ja. Da setzen wir uns hin. Ich habe ein paar ganz interessante Uhren dabei. Und ja, mich würde einfach mal interessieren, was so deine Meinung dazu ist. Ja, bin ich gespannt. Wir sind nicht mal dazu gekommen, in Deutschland uns deswegen zu treffen. Ja, aber in Dubai, oder was? Ja, genau. Na, wie kann das? Dubai, Dubai vereint, oder wie sagt man? Oder? Ja, wenn man hier ist, ne, dann... So, wir sind gerade hier in einem Parfümladen. Marc, was hast du denn da für ein Parfüm in der Hand? Einfach mit Gold. Ja, erzähl doch nicht. Erzähl doch keinen. Ja. Das ist echt jetzt. 18 Grad Gold. 18 Grad Gold? Ja. Abgefahren. So was gibt's nur hier, ne? Riecht das gut? Riecht das gut? Riecht das nach Gold oder warum riecht das? Das riecht schon nach, mies, ja. Das riecht krass. Riecht krass. Very, nicht, very good. Ich weiß nicht, ob ich das gut riechen kann, aber... Geil, geil, nice. Marc, du wolltest mir ein paar Uhren zeigen, ne? Genau. Ich habe echt ein paar sehr, sehr interessante Sachen, auch von hier, die du so noch nie gesehen hast, aus den 80er Jahren. Ganz besondere Rolex-Uhren. Echt? Hm. Ich bin echt gespannt. Geht schlechter, würde ich sagen, ne? Hä? Geht schlechter so von der Beinfreiheit. Ja, ist echt sehr schönes Auto hier, muss ich sagen, ne? Ja. Die Limousine hier. Wir fahren jetzt ins Sofitel, Freunde. Und dort werden wir ein bisschen über Uhren quatschen, ne? Genau. Wie du gesagt hattest. Ja, ich habe eine Uhr schon hier. Auf dem Weg können wir uns darüber schon unterhalten. Und ja, zwar hier Blue Ferrari.
Das ist ein Modell in Roségold, ja, die als letztes rausgekommen ist. Sieht man daran, bei den neuen Hublots kann man immer direkt das Band wechseln. Ist das wow. nicht der Wahnsinn? Also du kannst im Endeffekt, ist dann direkt so die Uhr, kannst andere Farbe dran machen. Und ja, wir haben hier Roségold und Carbon. Das ist ein Modell, was sehr lange Tradition bei Hublot hat. Die haben das eigentlich jedes Jahr, hat so ein skelettiertes Werk und ja, ist eine sehr große Uhr und wenn man sie gebraucht kauft, gar nicht so teuer. Echt? Neupreis sehr, sehr hoch, aber im Gebrauchtmarkt liegt die deutlich unter 20.000 Euro. Wahnsinn. Ja. Hört sich auf jeden Fall stark an, oder? Was sagt ihr, Freunde? Genau, Datum, man hat ein Datum, ein Chronograph, man kann also die Zeit stoppen. Hier ist Ferrari-Zeichen, ne? Ferrari-Zeichen ist hier. Darf nicht fehlen. Ja, genau. Und das Besondere ist, man kann halt hier die Stoppfunktion zurücksetzen und gleichzeitig, das nennt man Flyback. Flyback. Genau. Und hier bei der Schließe hat man Carbon verwendet, weil, wenn man über den Tisch immer fährt, ne, damit es nicht zerkratzt, haben die Jungs mitgedacht. Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Genau. Und da steht, stand Ferrari drauf. Genau, Seite, hier an der Seite, ja. Ferrari. Geil. Nice. Sehr schöne Uhr, muss ich sagen. Ist jetzt nicht mein Favorit, aber wir haben noch ein paar andere Sachen dabei. Ich habe zum Beispiel auch eine Patek Philippe Aquanaut, die müssen wir unbedingt gleich zeigen. Das ist eine richtig gute Uhr. Okay, das hört sich schon gefährlich an. Das ist die Dreizeiger-Variante. Wirklich eine sensationelle Uhr von Patek Philippe. Ja, ein bisschen sportlicher. Und rat mal, wie teuer die ist. Ich soll raten. Ja, das heißt ja, rat mal. Ich soll raten. Du kennst sie nicht, ne? Die Marke. Also die Marke kennst du. Die Marke kenne ich. Ich weiß, dass die, aber ich würde so sagen 50.000, 60.000. Nein, also die kostet Liste 17. Was? Ja, 17.000 Euro kostet die Liste und verkauft wird die aktuell für 30. Boah. Ja, das ist fast das Doppelte. Louis Vuitton. Ah, okay. Ja, ich glaube, Louis Vuitton.